Hi ho und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, heute ist Freitag und ich wollte euch heute einfach mal erzählen von guten alten Zeiten. Oder besser gesagt von den Sachen, die einen früher so richtig beschäftigen konnten, mit denen man tagelang verbracht hat, wo man den Ehrgeiz hatte, es zu schaffen und am Ende man dann einfach nicht aufhören wollte. Und dann irgendwann, wenn man älter geworden ist, es vergessen hat sogar. Und ja, da wollte ich heute mit euch drüber reden. Also mein Beispiel ist, hier, Hamtaro Rainbow Ray, ja, irgendwas. Ich habe dieses Spiel vergöttert. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd formuliert, aber ich habe es geliebt. Ich habe wirklich, ich glaube... Ich bin zum Kindergarten oder zur Schule, bin dann heim, habe Hamtaro gespielt, habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, habe am nächsten Tag eine schlechte Ausrede erfunden, warum ich die Hausaufgaben nicht hatte. bin dann wieder nach Hause gegangen und habe wieder Hamtaro gespielt. Und ich weiß noch bis heute, wie frustriert ich an manchen Punkten war, weil ich es einfach nicht verstanden habe, weil ich noch zu klein war. Oder weil es dann zu schwierig war und sowas wie, ich bin immer noch hinter diesem singenden Hamster her, nach all den Jahren. Aber ich liebe auch diese kleinen Minispiele, die diese Spiele hatten. Es war einfach so eine charmante Art und irgendwie, wenn man dann älter wird, werden die Spiele auch ganz anders, die einen so fesseln. Zum Beispiel, ich habe dann mit... Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber damals, als es rausgekommen ist, in dem Jahr mit Assassin's Creed Unity angefangen. Und da hatte ich dann auch wieder dieses Suchtphänomen, dass man mich kaum mehr von meiner Playstation weggekriegt hat. Und ja, dann irgendwann bin ich so an den Punkt gekommen, vor ein paar Tagen, wo ich mich gefragt habe, wie bin ich eigentlich von einem Spiel, wo die Aufgabe war, Sonnenblumenkerne zu sammeln, zu einem Spiel gewechselt, in dem die Aufgabe ist, irgendwie durch Paris zu schlendern und Geheimmissionen zu erfüllen. Und ja, dann ist mir einfach aufgefallen, man kommt irgendwann in ein Alter, wo man mehr über die Welt weiß, wo man mehr Informationen hat, wo man dann nicht mehr nur so kleine Kinderspiele spielt. Aber ich finde es schade, weil da war gerade meine Mom im Hintergrundbild. Aber ich finde es wirklich schade, weil diese ganzen Kinderspiele haben Nachrichten und Messages, die wir in den ganzen Spielen, die es heutzutage gibt, oft einfach nicht mehr haben. Also ich meine, es ist ja nicht nur so, dass ich angefangen habe, Assassin's Creed zu spielen. Ich bin auch mit anderen Spielen dann weitergegangen. Sowas wie Everlight oder... SimCity oder eben viele Spiele, aber so wirklich dieses, ja, du kriegst zum Beispiel den Hamster nur, wenn du es schaffst, den anderen Hamster davon zu überzeugen, mitzugehen, weil die beiden sind beste Freunde. Und so eine tiefe Freundschaft verbindet sie, dass sie einfach nicht ohne einander zu diesem blöden Regenbogenkonzert wollen. Und ja, das ist dann einfach sowas, wo mir in den heutigen Spielen oft fehlt. So diese Nachricht, diese Message, dieses... Ja, viele Spiele haben noch Messages. Na klar, es ist nicht so, dass die Spiele von heute alle schrecklich sind und eigentlich nur noch Ballerspiele und alles nur noch ja, furchtbar ist. Ich meine, die Sims spiele ich ja auch sehr gerne und das hat jetzt mal keine Geschichte. Aber ich finde es einfach so schön, fand es da... So formuliert, entschuldigt, wartet. Jetzt. Ich fand es damals so schön, einfach immer nach Hause zu kommen, mir die nächste Folge Hamtaro anzuschauen und dann wieder selbst mit dem Hamster spielen zu können. Oder ich weiß noch heute, dass es Hamtaro gab, Boss, Muknus. Und es sind einfach so Sachen, die mir heutzutage oft fehlen. Dieses ein Spiel, wo man nicht mehr nur ein Spiel hat, eine Story hat, wo man dann ins Spiel reingeschmissen wird, sondern wo man, auch wenn man mal nicht spielt, zum Beispiel im Fernsehen bei RTL 2 damals, anschalten kann und dann zuschauen kann, wie Hamtaro da Abenteuer erlebt.
Und mir fehlt einfach diese Einfachheit der Spiele. Nicht mehr nur dieses, ja, dieses große Dinge erreichen müssen, immer schwieriger werden, immer mehr Ansprüche, immer mehr, sondern, oder auch dieses furchtbare, jedes Jahr ein neues Spiel rauswerfen, so FIFA-Geschichte oder auch die Sims inzwischen. Einfach nur, damit man diesen Druck des noch Neues, noch mehr, noch weitere Spiele produzieren erfüllt, aber eben nicht mehr dieses, wir machen ein Spiel, das wirklich einem auch noch Jahrzehnte später Spaß macht. Das ist nämlich das, worauf ich hinaus will. Ich meine, ich bin jetzt 23 Jahre alt und ich habe mich gestern erwischt, wie ich fluchend vor meinem Gameboy gesessen bin und versucht habe, den Eulen Mugnus zu bekommen. Und das ist einfach so dieses, das ist einfach, nach all den Jahren ist mir immer noch im Kopf, weil ich eben nicht nur ein Spiel habe, sondern ich habe eine Serie dazu, ich habe dazu auch eine Verbindung gehabt. Gut, das andere Spiel, das ich euch jetzt vorzeigen könnte, bei dem ich sehr lange gebraucht habe, war Yu-Gi-Oh! Und die Kurzfassung, es hat auch eine Serie, es war auch ein tolles Spiel, aber das Spiel hat mich bei weitem nicht so gepackt, weil mir einfach so dieser Charme gefehlt hat. Ich bin jemand, ich mag einfach Spiele, die so ein bisschen weniger schwierig sind, sondern einfach auch mal so ein Spiel, wo man nicht mehr denken muss. Einfach nur stupide etwas tun, damit etwas passiert. So dieses Domino-Effekt-Ding. Einfach einen Dominostein umwerfen und dann mal schauen, was passiert. Und das fehlt mir einfach heutzutage sehr oft. Ich finde es auch so furchtbar schade, dass wir heutzutage wirklich so weit sind, dass viele Spiele, die ich noch so gerne spielen würde, ich habe auch noch diese uralten Kinderspiele wie Fritzi Fisch oder Hiha Hosenland oder die Zahlenstadt, das waren so Lernspiele und die haben so Spaß gemacht und ich finde es einfach so unglaublich schade und traurig, dass man heutzutage immer mehr auf die Zukunft hinarbeitet, aufs Große und dabei vergisst, dass wir doch einfach auch manchmal die kleinen Sachen gerne wieder machen würden. Ich zum Beispiel selbst, ich würde wirklich so gerne einfach mal wieder Hiha Hosenland oder Fritzi Fisch spielen, aber das darf ich schon gar nicht mehr, weil das war noch vor Windows XP und dann gingen die Spiele nicht mehr. Und das finde ich einfach so was schade, was ich wirklich, wirklich traurig und schade finde, dass man heutzutage an einem Punkt angekommen ist, wo man für jedes Spiel, für jede Sache immer eine neue Sache dazu kaufen muss. Oder auch einfach allgemein bei Elektronik fällt mir das immer mehr auf. Du kaufst dir eine Digitalkamera und hast dabei, sagen wir mal, jetzt wirklich eine super Auflösung. Und dann hast du einen Röhrenfernseher und kannst da drauf sehen, dann die Bilder total furchtbar aus. Also musst du dir einen neuen Fernseher holen. Dann und so weiter. Und es geht immer so weiter. Du musst immer für das, was du, je mehr du möchtest oder je mehr du dann auf diese Kleinigkeiten achtest, je mehr musst du dann investieren. Und mir fehlt einfach die Zeit, wo man noch einen. Ja, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es gab Zeiten, da hat man den Nintendo DS Lite bekommen und der konnte auch noch diese Spiele abspielen. Man hat den Nintendo DS gehabt, der konnte sie abspielen. Man hatte den Advance, der konnte die abspielen. Und dann irgendwann ging es gar nicht mehr, weil dann plötzlich die Spiele bloß noch so groß waren wie eine SD-Karte. Und dann hat man das eben gehabt und hat sich da viele Spiele eben zugelegt, die einem da gefallen haben. Und dann kam dann schon wieder das nächste, die SD-Karte mit dem kleinen Bogen an der Seite, damit du das auch nicht in deinem normalen DS spielen kannst, sondern damit du dir ein DS, 3DS zulegen musst. Und das finde ich einfach so schade. Ich finde es schade, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo man mehr oder weniger oft auch gezwungen wird, wirklich gezwungen gefühlt, sich die neuere Technik zuzulegen, nur um die Spiele, die man gerne spielen will, spielen zu können. Und mir fehlt einfach diese Einfachheit von früher, wo man ein Spiel hatte, das Spiel hat einem Spaß gemacht, man hat das Spiel tagelang gespielt auch und auch manchmal wochenlang und
Das ist jetzt ein Punkt, wo ich wahrscheinlich Ärger bekomme, aber ich habe auch nachts über gespielt. Ich hatte nämlich dieses tolle Ding, das war so eine Lampe, die konnte man oben beim DS reinstecken und dann konnte ich unter der Decke spielen. Und ja, und das fehlt mir einfach. Mir fehlt, dass die Elektronik einfach ist und dass man, ich will einfach nicht mehr in der Zeit sein, wo die Elektronik den Menschen überholt gefühlt. Weil du hast gerade erst gestern dir, Gesundheit, Mom, entschuldigt, hast dir gerade erst gestern einen Laptop gekauft und in der Sekunde, wo du aus dem Laden getreten bist, war der eigentlich schon veraltet. Und das finde ich, das war schon immer so, aber ich habe das Gefühl, das wird jetzt mit jedem Jahr schlimmer. Und die Elektronikbranche tut auch immer mehr produzieren, immer mehr, immer mehr. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Elektronik dadurch besser wird, sondern eher schlechter. Ich habe oft das Gefühl, dass die Spiele, die wir früher gespielt haben auf den alten Geräten, viel länger halten und viel stabiler sind als die, die wir heutzutage spielen. Ja, gut, das wollte ich euch heute einfach mal erzählen. Ich weiß jetzt nicht so genau, was meine Message ist, aber ich hoffe, dass es trotzdem bei euch ankommt. Ich wollte einfach sagen, dass ich mich riesig freue, dass ich mein altes Spiel wiedergefunden habe und dass es immer noch genauso viel Spaß macht. Ich wünsche euch aber auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Ja, ein wunderschönes Wochenende eigentlich eher. Und ich hoffe, dass ihr wisst, was ich sagen wollte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr sowas habt. Alte Spiele, die ihr gerne spielen würdet, aber teilweise die Technik sie einfach nicht mehr zulassen zu spielen. Oder ja, es einfach nicht mehr möglich ist, weil die CD oder irgendwas verschwunden ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auf Twitter oder auf Facebook. Oder ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben an die bell.readmy@outlook.com. Entschuldigt. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Tschüss!